Willkommen zurück zu Let's Play Abschatzsimulator 15. Together. Und ich versuche hier gerade mit dem putzigen kleinen Steuer. Würdest du dich mal in Scania tappen wollen? Ja, I know. One more moment, please. Komm, rechts ist Gas, kleiner Hürlemann. Ah, rechts Gas, das habe ich schon erwähnt. Das ist halt schon putzig, ne? Ja, ist egal. Es lübt. Ja, ich meine, das, was ich hier gerade veranstalte. Achso. Wenn ich meinen Scania tapst. Warte, ich muss kurz noch hart drücken. Boah! 3 mm zu wenig. So, was jetzt? Wo, wie, wo, was? Scania. Ja. Und Vollgas. Warum? Was ist? Der ist auf die Deichse aufgefahren. So, jetzt kann er wieder fahren, sehr gut. Und kuppel den mal an. Beide? Ja. Pushed Rex. Pushed N. Gut. Du musst gar nichts pushen. Doch, N. Weil du weißt doch, wie es sich gehört. Der Grafikfehler. Ah, so. Ich hoffe, dass es immer noch, dass es ein Grafikfehler ist und kein really Spielgamefehler, weil es wird sehr hässlich. Irgendwann sich alles abkippt. Hey, der hat Parklicht. Das kann ja, hat nur Parklicht. Wow. Zieh dir das rein. Ah. Nice. Was sollen wir noch machen? Guck mal. Oh! Es war B, nicht N. Was? Nix, alles in Ordnung. Shit. Warte, ich hol den Teleskoplader. Ganz ruhig. Usa. Ich wollte dir doch nur zeigen, wie schön der Stand nicht bei dem aussieht. Und dann gibt der Hänger eiskalt um. Kotzen geht nicht, kotzen. Das kennen wir ja schon irgendwo, ja, dass du immer mit dem Teil zu schnell fährst. Ich bin nicht zu schnell gefahren. Ich bin da, guck, siehst du, wie die Spur läuft? Ja, der Anhänger ist ausgeschert, weil du zu schnell gefahren bist. Nee. So, jetzt schieben wir mal den Anhänger hoch, warte. Unter die Rack, so jetzt. Komm, Power. Power to the bow. Oh. Ich halte. Sehr gut. Und du darfst mal B drücken, nicht N. B? Ja, B war's. Was mache ich dann? Beim Anhänger ankuppeln und dann B drücken, damit du die Seiten wieder aufmachst. Die sind doch auf. Die sind nicht offen. Die sind zu. Die sind offen bei mir. Ja komm, mach sie dann bei dir zu. Nee, auf. Wieder auf. Was auch immer. So, B. Zu? Nochmal B. Sind sie bei dir zu? Bei mir sind sie immer noch zu. Ja. Ja. Jetzt ist er offen. Ja, gut. Das wird nix. Warte, ich schieb den mal ein bisschen von den Stämmen weg. Boah, ich bin aber auch so einer. Glückliches Hetz. Der immer zu schnell fährt mit diesem LKW. Ich bin nicht so schnell gefahren! Ich hab gebremst.
Und beim Bremsen hat ist der auf den anderen aufgelaufen und ja, weil du zu schnell gefahren bist. Nö. Es geht berg runter, ich bremse berg runter, ich weiß nicht. Sanft genug gebremst hast. Ja, geil. Mit einer Schwarz-Weiß-Taste soll ich sanft bremsen. Nice! Ja. Nice! Weißt du, wie das geht? Ja. An, aus, an, aus, an, aus. Okay. Ist in Summe sanfter als an. Ja. So, du musst noch den letzten Anhänger beladen, dann kann der auch wieder weg. Wow! Und danach können wir wieder shoppen gehen. So, danach kaufen wir uns das 12 Reihen Maisgebiss. I don't do this, boy. Oh doch. Don't do this. We will do this. Together. Not really together. So, jetzt mach endlich die Scheiße zu. Boah, genau. Der Zahnstocher hat ja keine. Wow, ist ja hässlich. So. Geil, guck mal, wie soll ich jetzt den Zahnstocher bitte da drauf ablegen? Ohne alles, dein Zahnstocher macht es selbstständig, das war nicht ich. Der eine, wo das er drauf legt. Der sagt einfach nur, Halt, bleib stehen! Ja, zack, auf. Guck, der ist weg. Zahnstocher zum Hack, schönes Frühstück. Drück mal einmal F. Hast du schon? Ja. Da. Sieht geil aus, oder? Das liebe ich das nicht. Und der Zahnstocher hat sich verabschiedet. Und das haltet für mich. Hexen! Verrückt. Achtung, verrückt damit. Würdest du wenigstens Mais häckseln? Verrückte mit Motorsäge unterwegs. Der will mich tatsächlich... Wobei, nein, Hackschütze ist eine ganz schlechte Idee. Der will mich tatsächlich einen angreifen. Dieser, weil... Ja. Dieser... Jens Häcksler hier, der ist richtig buggy. Das macht keinen Spaß. Weil ich glaube, der wurde abgedatet, oder? Hat sich da jetzt nicht verändert. Ich find's geil, dass er zu dumm ist, um die eine Kanone zu kaputt zu bekommen. Wir sind gerade bei LS. Ja, ich auch. So. Aha. Man merkt's. Nicht. Ah! Wusch, mein Zahnstocher, Kein Zahnstocher. So, nice. Fehlt nur noch einer länger. Den dürfen sie beladen. Sie oh, haben die Ehre. Weißt du, wie das bei mir aussieht? Der hintere kippt ab im Moment. Echt? Bei mir nicht. Oh, N war's, gell? Nee, B. Ach so, abkippen, ja, N. Ja, das ist ein richtiger Nabbel-Typ. Oh, snap. This is hard for me. Was brauchen wir denn alles für... Ups. Ah, ist klar. Bin ich wohl rausgetappt. Läuft aus Sicherheit starte ich nochmal die Aufnahme neu. So. Was brauchen wir denn alles für Mais? Sämaschinen, was haben wir denn da? Was
Also unsere Standardseilmaschine kann es auf jeden Fall nicht. Ah, hier. 6 Meter Arbeitsbreite. Oder 9 Meter. Ja, 6 Meter reichen. Von Federstedt. Ja. Was machst du gerade? Und Schneidwerk. Entweder 9 Meter. Ach, wir haben zwei Drescher. Ein von Case oder New Holland. Und einen leeren Akku vom Headset. Ah, gut, immer gut. Oder 16 Reihen von Capello. So. Ab und voll. Jetzt höre ich dich sogar wieder. So. Ich bin für das von Capello. 16 Reihen. Ja, aber jetzt brauchen wir ja extra einen Krupper wegen dem Scheiß. Brauchen wir? Ja, oder ist es direkt zart? Das werden wir einfach ausprobieren. Ich sag nein. Ja, wenn nicht, wir haben ja einen Magnum, dann kann der auch mal endlich was leisten. Boah. Ja. Noch eine 8 Meter Federstedt-Gruhe. Oder den Horsch, 10 Meter. Also. So, ich räume jetzt mal die ganzen Säeinheiten auf den Hof, oder nicht? Mhm. Aber da haben wir auch Mais, das macht uns weniger abhängig von der aktuellen Marktlage. Um das fachgerecht auszudrücken. Hätte was fachgerecht ist, meistens scheiße. Das hast du gesagt. Hab ich so gesagt. Guck mal, dein Geld schwindet. Minus 32. Das habe ich jetzt mal übersehen. Dafür wirst du jetzt eigenhändig einen Baumstamm zur Sägerei tragen. Um das ja. Zu machen. Kann ich machen. Nein, du wirst jetzt nicht mehr zum LKW fahren. Was? You are too late. Kennst du es doch nicht? Gegenfährst. Ich fahre nirgends. Schnell fährst. Außerdem musst du noch einen ganzen Anhänger beladen. Ich fahre nirgends dagegen. Ich fahre nie zu schnell. Ich bin gerade übrigens das beste positive Beispiel dafür. Aber es hat eine Ausrede. Der Anhänger ist fettvoll und ich habe hier kein Fortgewicht. Ja, ich bin damit ohne Probleme rumgeheizt. Guck mal, wie der schon wieder wackelt. Ja. Das ist bei dem Fendt-Mod chronisch. Das wurde sogar in dem Video bemerkt. Ja. Der ganz schön am Bouncen ist. Yep. Leider. Das ist so episch. Ich meine, der hat hier den beweglichen Stick. Das sagt schon alles. Komm. Ja. Wo ist der Mähdrescher? Der fährt. Da unten. Wieso? Bist du schon wieder fast voll? Ich bin schon fast voll. Ich mit dem LKW. Und einmal driften! Jo, perfekt, Alter! Hast du den Drift gesehen? Erste Sahne. So, der Düngersteuer ist auch fertig. Alles ist wieder gesät. Ernten wir dann erstmal alles ab? Weiß nicht. Ja, Mann, ist doch jetzt mal kein Stress. Können ja mal ein bisschen bequatschen, wie es weitergeht. Komm, ich brauche nur noch ein bisschen, dann habe ich endlich 100%. Das bisschen wird genau fehlen. It nebbelt, Männer. Wow. Yep. I'm to 100% full.
Ich hab schon erzählt, dass der LKW, wo wir haben, Allrad hat. Ja, hast du schon. Ja, die Predigt habe ich schon öfters gehalten. Du weißt, was wir hier alles für Geräte rumstehen haben, die keine Sau braucht. Das ist mir gerade so aufgefallen. Wir haben hier... Okay, wir haben hier dieses Frontlader-Set alles. Was wir dann irgendwie doch nicht so benutzen mit dem kleinen T4 hier. Okay, wir haben hier jetzt die Baumstumpffräse. Und den Omax zu beschäftigen. Oh, der hat ja sogar gearbeitet, Alter. Alter, hier sind wir alle weg. Schick. Schick. Ja gut. Dann wird sie ja doch benutzt. Wie decke ich zu? Mit N. Wir haben immer noch diesen Holzanhänger da. Auf Reserve. Und wir haben noch diesen ganz kleinen Brandner Anhänger, ein Achser. Ja. Mit dem du mal die 436 Liter Mais, die wir noch im Silo haben, wegfahren kannst. Warum? Also dann nichts mehr im Silo haben. Nee, ist egal. Wie der automatisch abdeckt, sobald ich anfange mit abkippen. Mhm. Aber seine Schüttkegel verschwinden sehr unrealistisch. Weil normal muss der Schüttkegel vorne als erstes weg sein und danach der hintere. Das hat übrigens noch Potenzial in dem Spiel. Ja. Es macht richtig Spaß, mit dem LKW durch die Pampa zu donnern. Wisst ihr, was auch richtig Spaß macht? Abgesehen von dieser Folge, dieser Scorpion-King, einfach die Technik in der Kabine, das ist einfach Bestes. Scorpion-King? Ja. Kann kein anderer Hersteller mithalten. Ja, unser Harvester. Honze. Ja. Auch wenn da einige ja der Meinung sind, dass besagte Maschinen mit Freiwild drauf besser sind und es ja auch schon können, hat einfach keiner die Kabine gleich beweglich mit dem Arm ohne extra besondere Technik. Ja, weil schon besagte Maschine mit Freiwild vorne drauf hat bewegt die Kabine mit dem Arm, aber der Arm ist vorne so drauf. Das ist ziemlich kacke. Da ist immer der Arm im Weg. Ey, wie so krank. Der Hebel bewegt sich. Wo? Im Fend. So, ich sollte die... Ja klar, sag ich die ganze Zeit. Und man sieht den Scheibenwischer. So. Aber man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss. Eine geht.